Kai Pröger, Man of the Match, würde ich sagen. Tief durchatmen, was geht in dir vor gerade? Also ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Ich hätte mir einen schöneren Abschied nicht vorstellen können. Also ein Tor hätte mir auch gereicht, das Spiel zu entscheiden. Jetzt waren es zwei, ist doppelt schön. Ich bin froh, dass ich den Fans was zurückgeben könnte. Ich hoffe, dass mir jetzt nicht jeder das so übel nimmt, dass ich jetzt gehe. Ich hoffe, ich habe den Fans was hier gelassen, wo sie über sich freuen können und werde hier lange in Erinnerung behalten. David Malimbana, erster Pokalsieg vor so einer Kulisse. Jetzt DFB-Pokal, erste Runde. Was, was geht in dir vor? Boah, ich bin gerade überglücklich. Körper ist am Ende, aber das Glücksgefühl überwiegt. Ne? Wo geht's heute Abend noch hin? Wie wird gefeiert? Ich glaube, wir sind erstmal im Vereinsheim und dann ist alles offen. Herr Riedlewitz, wir haben Sie beobachtet an der Seitenlinie. Sie sind unfassbar mitgegangen. Beschreiben Sie doch mal, was jetzt in Ihnen vorgeht nach dem Pokalsieg. Ja, jetzt ist die Stimme weg und ich bin zufrieden. Also es war doch ein harter Kampf, aber wenn die Jungs so viel rennen, dann kann ich das ja außen auch machen. Hätten Sie gedacht, dass nach dem Ausgleich von Viktoria die Mannschaft dann nochmal so eiskalt zurückschlägt? Naja, was ich weiß, ist, dass wir topfit sind und dass wir halt wirklich bis zum Schluss Gas geben können. Und das hat die Mannschaft heute auch gezeigt. Ich habe den Ball bekommen und habe einfach gesehen, dass ich alleine vorm Tor bin, habe versucht ruhig zu bleiben und den einfach reinzuschieben. Das Gefühl war wunderbar, in so einem wichtigen Spiel zu treffen. Das ist einfach nur schön. Dann kam aber noch der Ausgleich und der doppelte Pröger. Sind Sie ja sauer mit ihm, dass er Ihnen die Show gestohlen hat und Sie nicht der entscheidende Mann heute Abend dann waren? Sauer, das ist das letzte Wort, was ich jetzt benutzen würde. Er hat nach dem ersten Tor, was er gemacht hat, gesagt, dass er nicht mehr kann. Ich meinte, du musst weiterspielen. Und dann hat er noch so ein Ding rausgehauen. Das ist einfach pure Qualität. Ich bin einfach nur überglücklich, dass wir gewonnen haben. Der Trainer, wir haben gesprochen, er hat mich gefragt, ob er mich in der Verlängerung rausnehmen soll. Ich habe gesagt, bitte nicht, ich will das bis zum Ende hier durchziehen. Und das war noch, wo wir 1-0 geführt haben. Und ich habe gesagt, ich will das bis zum Ende durchziehen und es hat sich gelohnt, ja. Ja, Palatan am Ende leider das Finale verloren, nur der zweite Sieger. Ja, wie sehr schmerzt das in dem Moment jetzt? Ja, das schmerzt schon sehr natürlich, weil es ist eine bittere Niederlage, eine vermeidbare Niederlage gewesen in meinen Augen. Wobei man aber natürlich beiden Mannschaften ein Kompliment machen muss. Es war vielleicht nicht das schönste Fußballspiel. Aber ich glaube, mit einer hohen Intensität, mit vielen Torchancen auf beiden Seiten, wo wir, glaube ich, in der ersten Halbzeit unsere Vorteile hatten und in der zweiten Halbzeit dann Dynamo ihre Vorteile hatte. Aber wenn man dann zurückkommt, in der Verlängerung noch den Ausgleich schafft und dann kurz vor dem Gegentor, vor dem 1-2, die Möglichkeit hat, selber in Führung zu gehen, ist das schon sehr, sehr bitter. Christoph Köhne, Pokalsieg heute, dein letztes Spiel. Hätte man sich besser verabschieden können? Nee, also auf keinen Fall. Also insgesamt dann noch der dritte, sag ich mal. Vor zwei Jahren leider dann schwer verletzt gefehlt. Von daher war es auch nochmal eine Genugtuung, dass man auch nochmal zeigen konnte, dass man noch ein bisschen drauf hat. Und ja, also war es überragend. Ja, ich denke, wir haben uns viele Torchancen herausgespielt, erarbeitet. Wir hätten einfach vorm Tor effektiver sein müssen, den letzten finalen Pass an Mann bringen müssen. Das ist uns heute zu wenig geglückt. Und vielleicht auch im entscheidenden Moment, wenn es auch einfach sich das zu erklären ist, das Quäntchen Glück in den Momenten auch gefehlt. Und das hat dazu getragen, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Ganz kurz, beschreib einfach mal den Moment, wenn der Ball ins Netz fliegt und du auf diese Kurve zuläufst. Ja, also ich hatte Gänsehaut, also es hat sich einfach geil angefühlt. Ich habe den Ball noch einmal hochgenommen, habe den Volley abgezogen, habe gesehen, dass der Ball am Tor vorbeifliegt, wusste der Ball, jetzt geht ins Netz. Ich bin auf die Fans zugelaufen. Ich fand das zweite noch ein Tick schöner, weil der Ball einfach im hohen Bogen ins schöne Netz geflogen ist. Und ich habe dem die Flugkurve verfolgt und ich habe gesehen, der passt und bin auf die Fans zugerannt und die sind alle ausgeflippt und das war einfach ein absolut geiles Gefühl.